Türen und da hinten nochmal an die Polizeikette. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Das ist eine Forderung zu einer Freiheit. Ja. Sagen Sie, wer fängt denn hier an? Ihr Einsatzleiter, ich stand hier nur auf dem Bürgersteig. Sie berauben mich meiner Freiheit mit einem Kessel. Merken Sie das nicht? Ich will jetzt hier raus, Herr. Ich möchte jetzt in 5 Minuten hier raus, sonst erstatte ich Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung. Ja, genau. 5 Minuten. Erste Anzeige. Wie fängt denn da an mit der Eskalation? Sie, der Einsatzleiter hier, würden Sie den bitte behandeln, weil ich würde hier ganz gerne jetzt mal rausgehen wollen. Und Ihre Kollegen lassen mich. Ich entscheide selber, wo ich gehe, wo ich stehe und wann ich gehe. Ist das klar? Ich gehe genau einfach. Ja. Und dann möchte ich jetzt auf der Stelle den Einsatzleiter nehmen. Das war super. Ja? In der Ruhe. Dann gehen Sie doch einfach, dann ist automatisch wieder Ruhe. Ja, so weit dann gehen Sie hier, Sie können uns ja auch anschauen. Versammlungsteilnehmer die Pflicht, sich von diesem Versammlungsort zu entfernen und dieses in Richtung Stadt einwärts in Kleinstgruppen. Und provozieren Sie keine weiteren polizeilichen Maßnahmen. Wer bist du eigentlich? Komm mal raus da! Das Versammlungsrecht hat nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und diese Pflicht besteht darin, sich als ehemaliger Versammlungsteilnehmer zu entfernen. Ich bin kein Teilnehmer, ich sehe als Einzelperson. Ist die Uhrzeit, es ist jetzt 17:28 Uhr. Guck mal, da kommen auch zwei böse Menschen. Das geht nicht ins Bordell, nein, das geht in den Stahl. Das ist eine Sicherheitstür. Alle haben einen eingebaut. Das ist Sachbeschädigung. Wisst ihr, wie schwierig das war, das Tor zu machen? Da stehen 10 Kühlschränke. Ich weiß. Ja, das weiß er doch. Ich saß da drin. Wer weiß was? Ich glaube. Das ist die alte Tür. Eigentlich müssten wir das Bett wieder abschauen.
So, Achtung, Achtung, hier spricht erneut Ihre Hamburger Polizei. Übertreiben Sie es nicht, Sie haben als ehemalige Versammlungsteilnehmer die Pflicht, sich zu entfernen. Sollten Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, werden polizeiliche Maßnahmen, Zwangsmittel und auch der Einsatz des Wasserwerfers gegen Sie möglich sein. Kommen Sie also dieser Aufforderung und dieser Verpflichtung nach und sprechen Sie ein bisschen lauter, dann können wir Sie auch hören. Ja, kommen Sie dieser Verpflichtung nach und entfernen Sie sich auf den Gehweg in Richtung Innenstadt und unterlassen Sie es, Polizeikräfte anzugehen. Lassen Sie ihn selber schlafen. Und heute die Polizeikette. Ich muss den Namen vergessen haben, tätig. Wo ist der? So, noch einmal die Aufforderung an die ehemaligen Versammlungsteilnehmer. Entfernen Sie sich jetzt freiwillig, ansonsten wird unmittelbar durch Polizeikräfte geräumt. Die Abkarten raus, die abgeschnitten. Herr Born möchte auch was sehen. Wollen wir mal den Video Besagung, dass jeder Deutsche sich unter freiem Himmel versammeln darf, ohne vorher irgendeine Bestätigung, Genehmigung oder irgendwo beantragen muss. Bitte heißt das. Wird hier die Presse auch nicht mehr durchgelassen? Nein, wird auch nicht durchgelassen, nein. Wie kann das sein? Ja, halten sich nicht an ihre Vorschriften eventuell. Ja, aber die Presse muss doch in Deutschland durchgelassen werden, oder? Auch. Wurde ich auch dort hinten, aber die Herren scheinen sich wohl mit dem Gesetz nicht richtig auszukennen. Die Leute da aus der Presse rausgezogen, die mal im Haus. Es wurden weder welche rein noch rausgelassen. Direkt rein. Unbeteiligte eingesperrt, keine Menschen mehr über die Straße gelassen, die Straße abgesperrt. Die Polizei ist auch nicht auf unsere Forderung eingegangen, dass sie wollten ein deeskalierendes Verhalten generieren. Jedoch sind sie mit ihrer Polizeikette ganz schön aggressiv vorgegangen und wir haben halt die Bedingungen gestellt als Anmelder der Kundgebung, der Demonstration, dass auf jeden Fall da Entspannung stattfinden soll. Das wurde auch von der Polizei gesagt, dass eigentlich alles entspannt ablaufen soll. Ja. Jedoch haben die auf jeden Fall mit der Provokation angefangen. Wir sind Freiheitskämpfer, Häuser zu besetzen, öffentliche Plätze zu besetzen. Demonstrieren gegen den Mietenwahnsinn. Einfach die Menschen wieder das zurückzuholen, was ihnen eigentlich schon längst gehört. Entweder leerstehende Häuser, das ist ein Verbrechen, eine Villa irgendwie 10, 15 Jahre lang leer stehen zu lassen und sie einfach nicht zu nutzen, obwohl sie im staatlichen Besitz ist, durch die Sage GBG. Es geht darum, einfach wieder einen Freiraum für politische Bildung zu erkämpfen, Freiraum für Menschen, aktiv am System zu arbeiten und es auch zu verändern. Da kommt die Nächste! Das auch im Vordergrund zu rücken. Ich brauche nicht gewalttätig sein und genau das aber auch für die Polizisten, also grundsätzlich für jedermann,
zu sagen, ich bin verantwortlich für mein Handeln. Die Demonstration wurde dann irgendwann von mir aufgelöst, da, da die Provokation einfach von der Polizei zu hoch war und ich das für die Sicherheit der Menschen nicht verantworten konnte, dass dort weitere Verletzte aufkommen. Es wurden auch schon offiziell 5 Leute verletzt bei diesem Einpreschen in die Menge. Wie viele Leute sind jetzt raus? Bis jetzt sind 2 raus. Ich höre jetzt gerade, drüben wird noch viel gerufen, also ihr habt die Versammlung ja aufgelöst. Es stehen noch welche drüben jetzt, oder? Ja, noch. Es ist ja so, die Versammlung wird aufgelöst, aber es bleibt eben ja offen, ob er sich irgendwo aufhält. Die Polizei hat uns massiv dazu gedrängt, den Platz hier zu verlassen. Ich finde es eigentlich nur erschreckend, wie Artikel 8 Grundgesetz außer Kraft gesetzt wird. Vorsicht, das Schild ist gefährlich! Nimm das mit! Einfach mal unser Grundgesetz lesen und die einzelnen Gesetze mal befolgen, die da drin vereinbart werden. Ja, aber anscheinend wohl Artikel 8 nicht. Oder vergessen. Oder. Wir bezahlen eure Gehälter. Und es wäre doch mal schön, wenn ihr unsere Verfassung auch mal einhalten würdet. Artikel 8 Grundgesetz. Jetzt ernsthaft, kennen Sie Artikel 8 Grundgesetz? Nein, das zeigt nicht. Kennen Sie Artikel 8 Grundgesetz? Versammlung ist beendet. Auch nicht. Ich brauche keine Versammlung für Artikel 8 Grundgesetz. Polizeiausweis bitte einmal. Ich brauche meinen Ausweis nicht zeigen. Natürlich müssen Sie den Ausweis zeigen. Wenn ich als Bürger einen Polizisten frage, ob er sich einmal ausweisen möchte, muss er sich ausweisen. Es tut mir wirklich leid. Rauchen im Dienst ist auch nicht gestattet. Aber das interessiert euch ja nicht. Das ist ein Gewaltmonopol. Ja, das funktioniert unser Staat. Ne? Nur wenn die Polizei autoritär auftritt, kann das System funktionieren und stellt wieder Recht und Ordnung her. Wer blockiert die Straße? Wer hindert die Menschen? Ja, weswegen denn? Bitte? Weswegen? Ja, das frage ich mich auch, warum ihr hier seid. Das frage ich mich. Straße wird blockiert, Steuergelder werden verschwendet für ein soziales Projekt. Die Stadt Hamburg gehört den Bürgern, oder? Ja, danke. Ja, und das Gebäude gehört der. Guck mal, Sie. Ja, aber die Sager möchte das ja nicht. Ja, aber die macht das Staatseigentum damit Sager möchte das es nicht. Also ich habe auch zu Hause einen Schuppen stehen und mache damit nicht. Trotzdem darf da kein anderer. Es geht doch nicht um zu Hause, es geht aber darum, die Sager GWG ist mehrheitlich im Besitz von der Stadt Hamburg. Hallo, was ist in den rechtlichen Rahmen gegeben? Passiert das überhaupt? Warum passiert das hier? Hallo, immer noch nicht schubsen. Warum schubsen Sie mich? Immer noch nicht anfassen. Auf welcher rechtlichen Grundlage denn? Hände runter! Auf welcher rechtlichen Grundlage? Das will ich gerne mal wissen. Warum passiert das alles gerade ja? Das ist Privatgelände. Ich hätte gar keine Rede gehabt. Ich habe mit Feuerrechte der Gallikation. Was ist die Richtung? Warum sollen wir hier weggehen? Warum dürfen wir hier nichts sagen? Eine polizeiliche Maßnahme. Die Polizei kennt ihr vor! Privatgrundstück hier, ich hab gar nicht. Habt ihr schon mal Rücksprache gehalten mit dem Eigentümer? Hallo, Rücksprache mit dem Eigentümer. Hey! Das ist immer noch Privatgrundstück! Nein, was ihr hier macht, ist albern!
Sag mal, Sie sind doch nicht dazu da, um die Bevölkerung durch die Gegend zu schützen, sondern zu beschützen. Hallo, das ist immer noch Privatgrundstück hier. Habt ihr einen Räumungsbefehl vom Eigentümer? Hallo. So, eine erneute Durchsage an die Person auf dem Fußweg. Genau, gehen Sie weiter in Richtung Hamburger Innenstadt. Ansonsten wird die Polizei Zwangsmittel gegen Sie einsetzen. Die Polizei geleitet Sie weiter in Richtung Innenstadt. Ich habe schon so viele wie Bock auf meine Tür gearbeitet. Und das bei der Hamburger Polizei. Hallo! Lass sie los! Was soll der Scheiß, ey? Ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Ja, genau, um die Zeit zu nehmen. Hey, das wird langsam mal. So wie Sie bereits erkannt haben, so geht die Polizei jetzt konsequent gegen Sie vor. Leisten Sie den Anweisungen der Polizei Folge und entfernen Sie sich weiter in Richtung Hamburger Innenstadt. Wir haben grün.